Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon HeartGold. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. In der letzten Folge haben wir den ersten Arena-Orden bekommen und in dieser Folge wollen wir diese Route 32 machen. Und da treffen wir hier auf diese Picknickerin. Und natürlich ist eure Frage korrekt. Welche Pokémon gibt es denn hier? Auf dieser Route gibt es immer in Soul Silver nur Rettern zu 33%. Wir kämpfen hier gegen einen Nidoran weiblich. Ich versuche es mal mit Stecker. Dann gibt es ja Ratzfratz, Zubat, Knofensa und Voltilan und ein Hopspross. Oh, das zieht aber ganz schön wenig ab. Dann wechsle ich mal lieber das Pokémon zu Ruffy. Ja, tagsüber und nachtsüber genau die gleichen Pokémon, nur Zubat taucht halt anders auf. Dann befindet sich hier noch Owei, Hoothoot und Tanzer, jeweils per Kopfnuss. Und im Wasser findet ihr Tentacha, Tentoxa, Morlord, Carpador, Baldofisch. Und speziell findet ihr hier mit dem Radiosound entweder Giradax, Flurmel, Bidiza oder Barmelin. Das sind die Pokémon, die ihr auf dieser Route finden könnt. Ja, jetzt will die uns hier noch sagen, ja, gib mir mal deine Nummer, weil... Ja, Baum. Aber ich werde ihr definitiv nicht meine Nummer geben. Weil ich hatte euch ja schon mal in einem anderen Part gesagt, dass das eigentlich einen ziemlich auf den Keks geht, wenn die einen ständig anrufen. Ja, unser Nimbulak ist natürlich noch nicht so stark, das ist klar. Weil wir sind ja immer noch am Anfang des Spiels und am Anfang des Spiels bekommt man halt noch keine guten Attacken. Aber später wird halt das Nimbulak schon genial. Vor allen Dingen, wenn es sich weiterentwickelt. Ja, ich möchte heute ein kleines Thema ansprechen, weil die Route, auf der wir sind, dauert doch schon ein bisschen lang. Und zwar möchte ich über die Pressekonferenz von Nintendo sprechen. Da habe ich ein bisschen schon in Mario Kart 8 darüber geredet. Aber ich finde, das ist eigentlich so der beste Zeitpunkt, um nochmal die E3 Revue passieren. Weil es jetzt ja schon einen Monat her, die Pressekonferenz von Nintendo. Und ich finde, wir können sie ja nochmal aufgreifen und über diese Pressekonferenz sprechen. Ja, also es war natürlich klar, ich denke mal, wer sich ein bisschen mit der E3 auseinandergesetzt hat, der weiß ganz genau, dass diese Pressekonferenz von Nintendo sehr, sehr schlecht war. Einfach aus dem Grund, dass Nintendo nichts Großartiges angekündigt hatte. Das Einzige war, was eigentlich gut war, war im Grunde nur ein Spiel und das war Star Fox U, aber das ist ein Spiel, wofür ich mich nicht interessiere. Aber sonst die anderen Spiele, die waren jetzt leider nicht gerade wirklich berauschend, um es mal freundlich auszudrücken. Da hat man ja noch Mario Tennis und dann hier dieses Mario Luigi Paper Jam, was ich total kacke fand. Also ich bin ja eigentlich ein großer Paper Mario Fan. Ich habe den ersten und den zweiten Teil habe ich gefeiert, aber ja. Die anderen Teile waren aus meiner Sicht eigentlich richtig schlecht, wie Super Paper Mario und Paper Mario Sticker Stars. Die habe ich mir dann nicht gekauft. Die habe ich mir dann auf YouTube angeguckt und ja, es war halt einfach nicht das Paper Mario, was ich im ersten und zweiten Teil gefeiert habe. Und ich hasse dieses Quapsel, weil es jetzt immer zu Hypnose ein. Jedenfalls war ich da eigentlich schon richtig enttäuscht, dass man einfach immer noch kein ordentliches Paper Mario macht. Ich hätte mich sogar darüber gefreut, was ja schon mal das Gerücht war, dass es eventuell ein Paper Mario 2 Ion Tour Remake geben würde. Gab's ja leider nicht, aber ich weiß, dann hättest du wenigstens mal ein ordentliches Paper Mario. Aber so, Shigeru Miyamoto will halt einfach kein ordentliches Paper Mario rauskloppen, obwohl die Fans das eigentlich wollen. Es gibt viele Leute, die endlich mal ein ordentliches Paper Mario sehen wollen. Aber nein, Nintendo bringt halt nur solche Crap-Spiele raus. Dieses Paper Mario Sticker Star und Super Paper Mario, was eigentlich in den Boden gehatet wird. Deswegen kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, warum sie es trotzdem machen. Ich weiß nicht,
was das soll von Nintendo. Machen sie es einfach mit Absicht? Ich weiß nicht, was das soll einfach von Nintendo. Ich meine, es bringt doch nichts, wenn die Fans sagen, ja, wir wollen gerne ein ordentliches Paper Mario und dann machen sie einfach nur die ganze Zeit solche Crap Paper Marios. Das verstehe ich nicht. Endlich geht mal Hypnose daneben. Das kann ich halt einfach von Nintendo, seitens Nintendo einfach nicht nachvollziehen, warum sie trotzdem diese Crap-Spiele machen. Obwohl die Fans ja komplett was anderes sagen. Und dann sagt Nintendo auch noch, ja, wir hören immer auf die Fans. Mhm, ist klar. Wenn man auf die Fans wirklich hören würde, dann würde man nicht sowas rausbringen. Genau wie das mit This is The Legend of Zelda. Ich glaube, dieses neue The Legend of Zelda Triforce Heroes hieß das ja. Das wird einfach auch nur Crap. Weil ich kenne Forest Wood hier für GBA und den anderen Teil kenne ich auch noch. Das sind einfach nur absolute Crap-Spiele. Und es ist zwar cool, dass es jetzt ein Online-Multiplayer ist, aber ich weiß nicht, wer die Grafik gesehen hat, der weiß ganz genau, dass dieses Spiel eigentlich 1:1 eigentlich nur ein Klon von A Link Between Worlds ist. Es ist halt einfach genau die gleiche Grafik. Und man hat sogar einige Gegner 1:1 übernommen. Und ich stelle mir einfach das Spiel einfach überhaupt nicht gut vor. Das ist übrigens ein FJ Capato-Trainer übrigens. Ich stelle mir dieses Spiel einfach nur total ätzend und nervig vor. Das ist einfach für mich ein Spiel, das braucht man einfach nicht. Das ist einfach für mich auch keine Legend of Zelda, was ich unbedingt zocken möchte. Es gibt genau wie diese Forward Swords Games da. Ist schon, wo man damit sogar mit 4 Links durch die Gegend rasen kann. Also, das sind für mich einfach keine The Legend of Zeldas und die werde ich auch aus meiner Sicht niemals spielen. Ich bin großer The Legend of Zelda-Fan, aber so einen Crap brauche ich einfach nicht. Ich meine, man hätte doch wenigstens einen kleinen Trailer geben können. Ich meine, das letzte, was wir gesehen haben von Zelda U, das war von den Games Awards. Seitdem haben wir nichts mehr von The Legend of Zelda gesehen. Ich meine, hätte man doch wenigstens einen kleinen Trailer raushauen können. Es ist ja nicht so, dass man einen großartigen Mega-Trailer rausholen muss, der irgendwie 5-6 Minuten dauert. Aber wenigstens so eine Minute oder eine Minute Trailer, wenigstens sowas. Das verstehe ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das ist ja auch das gleiche wie mit Metroid. Dieses Metroid 4D auf Forces Prime. Haben auch schon viele gesagt, dass da der Metroid Prime-Name einfach nur ausgeschlachtet wird. Und Nintendo hat gesagt, ja, die wollen ja eine ordentliche Story für das reinmachen. Und das wird bestimmt ganz toll. Und es ist ja eigentlich im Grunde nur ein Multiplayer-Modus. Und dann hat man, vor allem das Genialste war ja, man hat echt tatsächlich es gewagt, dass dieses Metroid 4D Forces tatsächlich mit Dingens zu vergleichen, mit The Legend of Zelda Windraker. Das wurde ja damals auch zu Tode gehatet, wegen diesem Grafikstil, aber ich möchte es mal so sagen. 4D Forces ist eigentlich im Grunde, wie ich das gesehen habe, eigentlich nur ein reiner Multiplayer-Titel. Und größtenteils nichts anderes. Und Wind Waker war ja ein komplettes richtiges Zelda, was ja eine geile Story hatte. Und vor allem nicht so groß von seinem Grafikstil überwiegte, sondern vor allem durch seine Story und seine weitläufige Spielwelt. Es war ja nicht so, dass der Grafikstil... Es war zwar so, dass der Grafikstil ab und zu gehatet wurde, aber der große positive Faktor bei Wind Waker war ja, dass es halt wirklich eine großartige Story hatte und vor allen Dingen eine Welt, die unglaublich riesig war und schön aussah, wo man auch viel machen konnte. Das war ja auch ein Punkt, warum Wind Waker so viel Beliebtheit einkassierte. Ich meine, wenn man jetzt die Zelda-Spiele hinzuziehen, Phantom Hourglass und Spirit Tracks, ich fand sie persönlich relativ geil. Vor allen Dingen Spirit Tracks fand ich insgesamt sogar einer der besseren Zeldas, auch wenn ich natürlich sagen muss, es gehört natürlich nicht zu den besten Zeldas. Aber Wind Waker hat, wie gesagt, dadurch profitiert, dass es halt wirklich eine unglaublich große Spielwelt hatte und einen richtig schönen Charme hatte. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird, wie dass das bei 4D Forces Metroid sein wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, es wird einfach nur eine große Enttäuschung
Ich habe persönlich noch nie ein Metroid durchgespielt, muss ich ernsthaft sagen, aber hätte es eigentlich schon gerne gehabt, dass ich ein Metroid wirklich auf der Wii U hätte, das dann hätte zocken können. Ich hätte es wahrscheinlich nicht Let's Played, ne, nur für mich privat, weil ich kannte ja vorher Metroid nicht. Und habe mich eigentlich gefreut, dass es vielleicht doch ein neues Metroid für die Wii U geben könnte und dass ich dann halt darauf zocken kann, weil ich muss halt einfach sagen, dass ich mit dem Ding jetzt mit dem Controller der Wii einfach nicht klar kam. Und die Steuerung mit dieser Synchro-Steuerung da, ihr wisst schon, diese scheiß Steuerung. Und die brauchte man halt auch bei Metroid ADM. Oder halt genau zielen musste, das war ein bisschen nervig, auch wenn ich das, was ich von Metroid ADM gespielt hat, ziemlich genial war. Aber ja, ich hätte halt sehr gerne wirklich ein ordentliches Metroid gehabt für die Konsole. Und oh, der kommt mir mit Fluch, ey. Ich werde es trotzdem beibringen. Aber ich hätte halt schon gerne was anderes gehabt, wie Nachtnebel. Er braucht endlich mal eine ordentliche Attacke. Ja, dann hatten wir noch dieses Animal Crossing, das muss ich ja auch tot haten, ne? Dieses Animal Crossing dieses Party Game und dieses Home Designer, also es war eigentlich so ein richtiger Tritt in die Eier. Der gute Ruffy, ich denke mal, der wird hier auch das Video vielleicht zuschauen. Der hat ja die Spiele eigentlich auch schon tot gehatet. Der ist ein großer Animal Crossing Fan, der hat sich jetzt ein New 3DS geholt. Und hat sich da jetzt Animal Crossing New Leaf und Pokémon Alpha Saphir geholt. Weil er eigentlich von der Wii U ziemlich enttäuscht war, dass da so gut wie nichts angekündigt wurde, was interessant für ihn war. Und ja, dieses Animal Crossing Spiel ist eigentlich der größte Quatsch. Also, es war eigentlich auch so ein richtiger Tritt in die Eier. Eigentlich war es die ganze Direct von Nintendo eigentlich nur für die ganzen Fans eigentlich so ein richtiger Tritt in die Eier. Du hast einfach nur so einen komischen Abklatsch von Zelda, so einen Abklatsch von Metroid und so einen Abklatsch von Animal Crossing bekommen. Das ist also eigentlich schon unterste Kanone, was Nintendo bringt da bei dieser E3. Also, die sind ja jetzt die schlechteste Direct sogar ausgewertet worden. Also, warum ist definitiv klar, das ist einfach nur eine große Enttäuschung, was Nintendo da abgeliefert hat. Das Animal Crossing Spiel, also wo ich das gesehen habe, ich dachte sofort an Mario Party, weil es ist eigentlich im Grunde Mario Party nur in Animal Crossing Style. Da dachte ich mir auch nur, Alter, was zur Hölle. So, ich muss jetzt mal gucken, wie lange der Part geht. Okay, es geht erst nur 13 Minuten, ich dachte, wir werden voll weit, aber nee. Gerade erst angefangen, der Part. Ja, das Filino wird jetzt schwer zu besiegen. Ich würde sagen, ich mache erstmal Hypnose. Und die Attacke geht natürlich bei mir daneben, seems legit. Aber es gab ja noch mehr, und zwar gab es dieses FA, dieses, so heißt der neue Arbeitstitel, dieses Anime-Spiel. Viele mögen das gar nicht, weil es ist ja eine Mischung aus Shingeki Mega Tensei und Fire Emblem. Also so eine Mischung mit Persona drin und Fire Emblem halt drin. Und ich hätte gerne selber schon mal ein Persona gespielt, aber ja, Persona ist größtenteils auf Englisch. Ich hoffe, dass dieses Spiel auf der Wii U nicht auf Englisch sein wird, weil so gut bin ich nicht in Englisch. Auch wenn ich gerade es übe, aber ja, so gut bin ich jetzt nicht in Englisch, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt ein komplettes Spiel auf Englisch spielen. Okay, weil Sword Art Online Lost Song ist jetzt ein bisschen was anderes, da bin ich zu sehr gehypt und ja, die Aquakanare tut weh. Oh, das war ja ziemlich schwach, okay. Wo war ich genau? Dieses FE. Und ich finde dieses Spiel eigentlich relativ geil. Es ist ein Anime-Spiel und ja, für die Leute, die Anime-Fans sind, wie zum Beispiel ich, für die ist dieses Spiel extrem geil. Also, wo ich diesen neuen Trailer gesehen habe, ich habe den gehypt. Bei dem kann man eine Fleckmon-Route kaufen und, genau. Fleckmon, ihr wisst schon, dieses Pokémon, und das hat doch da hinten so einen Schwanz, ne? Und es gibt eine Organisation, die Routen tatsächlich von den Fleckmons abschneiden.
Richtig pervers, aber so ist es halt. Und die verkauft er hier für 1 Million Poké-Dollar. Sollte man natürlich nicht kaufen. Ich dachte früher, wo ich das Pokémon, wo ich das gelesen hatte, in Pokémon Gold, Flecken und Rot, ich dachte, das wäre eine komplette Karte oder so. Das ist halt totaler Quatsch. Damals wusste ich nicht, wie Route geschrieben wird. Ich kannte nur, okay, Route, bla bla bla. Aber ich dachte, das wäre halt eine komplette Karte oder so, aber nee. Und dann eine geheime Route zu irgendeinem Secret-Weg. Aber ja. Später wusste ich halt, dass das die Schwänze von den Fleckenmonds sind. Egal, kommen wir mal lieber weg von diesem Thema. Und zwar dieses FE, wie gesagt, ich finde das Spiel total geil und freue mich auch schon drauf. Es kommt ja Anfang nächstes Jahr. Es soll ja angeblich nächstes Jahr erst kommen. Bei den Japanern kommt es schon irgendwie im Herbst oder Ende des Jahres raus und wir kriegen es mal wieder erst übelst spät. Das finde ich doof. Aber dann, wenn das Spiel echt zu spät rauskommt, dann möchte ich zu 100% auch wenigstens eine deutsche Übersetzung haben von dem Spiel. Also ich werde es mir definitiv kaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt playen werde, aber kaufen, privat werde ich es mir definitiv holen. Ich bin schon sehr gehypt auf dieses Spiel, weil es sah halt sehr geil aus. Achso, vom Kampfstil und vor allem auch von den Zwischensequenzen war ich schon ziemlich gehypt von diesem Spiel, muss ich echt sagen. Ja, ich werde jetzt die hin und her wechseln, damit er wenigstens ein bisschen EP bekommt, dass er irgendwann vielleicht nach dem Bild. Ich weiß gar nicht, wann er nach dem Bild erlernt. Müsste vielleicht mal nach dem Part mal nachgucken. Dann gab es noch Fire Emblem. Das fand ich persönlich auch ziemlich gut. Also, Fire Emblem und dieses FE war sogar meine Highlights von der Nintendo Direct. Ich muss sagen, ich habe jetzt bisher noch kein Fire Emblem gespielt. Doch, ich habe es jetzt schon mal angespielt. Mal den allerersten für den GBA hatte ich mal angespielt. Aber durch jetzt noch nicht. Ist ein cooles System. Also, es ist halt ein Strategiesystem. Und ich bin jetzt nicht so der strategische Mensch. Also, ich kann nicht so strategisch denken wie vielleicht andere Leute. Keine Ahnung, vielleicht. Es war auch bei Final Fantasy 7 so, dass ich bei den Strategiedingern echt lange gegangen habe. Gab es ja auch diese Passagen, wo man Strategie spielen musste. In Final Fantasy 7. Da hatte ich auch schon meine Probleme. Und ich hatte ja Project Cross so, habe ich lange gebraucht, bis ich das Spiel durchgespielt hatte. Das hatte ich mir eigentlich nur größtenteils gekauft, weil da viele Anime-Sequenzen waren und Anime-Stimmen und ja. Anime halt. Ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein totaler verrückter Anime-Fan bin. Ich liebe Anime einfach. Ist so geil. Gibt nichts Schöneres als Anime. Ihr könntet mich als Bekloppte einschätzen, aber. Ich würde mich gerne so einschätzen, aber so bin ich halt. Ein bekloppter Anime-Fan. Siegesang finden wir hier. Oh. Das regeneriert doch nach und nach die KP, ne? Mhm. Das ist das. Ich würde es mal geben. Wenigstens wie ich das jetzt mal. Ja, Giga. Ich krieg später noch für Ruffy ein gutes Item. Aber das bekomme ich halt erst später. So, jetzt sind wir in dem Einheitstunnel und der wird ziemlich lang gehen. Ich glaube, ich habe gar keinen Schutz, ne? Doch, hatte ich nicht vorhin einen Schutz gefunden? Den kann ich mal einsetzen. Ja, dann gab es ja noch dieses Mario Tennis. Ich habe von einigen Leuten gehört, die haben das ja auch schon auf der E3 angespielt. Ja, doch, hier ist die 3. Dass das Spiel eigentlich ganz okay sein soll, ist es halt nichts Berauschendes, aber es soll angeblich nicht schlecht sein. So habe ich es zumindest gehört, dass das Spiel eigentlich ganz in Ordnung ist und nichts Schlechtes ist. Ah, ich sag mal so, lassen wir uns überraschen. Es wird mich jetzt nicht ansprechen, also ich werde es mir definitiv nicht kaufen, weil ich bin jetzt kein großer Tennis-Fan, auch wenn ich ab und zu mal Tennis gucke, aber so aktiv? Nee. In der nächsten Folge sage ich euch dann, welche Pokémon hier auch auftauchen. Vulpixel will neu. Stand der mit seinem Vulpix nicht früher immer woanders? Egal. Aber zurzeit ist es halt schwierig, ja Jigga zu trainieren. Ich werde nachher mal, nach dem Part echt mal gucken, wann der endlich... Oh, ja, und dann kommt der mit einem Critical Hit. Was gab's noch bei der E3 von Nintendo? Das war's eigentlich, ne?
Mehr war da eigentlich nicht. Oh, du blödes Arschloch. Beliebige Beleidigung einfügen. Ich glaube, mehr gab es eigentlich schon bei der Nintendo Präsentation. Ach ja, doch, es gab dieses lächerliche Skylanders, ne? Ah, das fand ich auch so schlecht. Vor allem, das Geile ist ja bei diesem Skylanders, das ist ja so, du hast gehört, diese Amiibo-Figur. Und du kannst... Und diese Skylanders-Figuren sind tatsächlich nur im Starter-Pack. Also du kannst sie nicht einzeln kaufen, sondern du musst dir echt ein Starter-Pack kaufen von den Skylanders. Und da sind halt erst diese Amiibo-Figuren drin. Das ist total lächerlich. Mit der Begründung, jetzt kommt das Geilste, das ist die Begründung. Ja, es kann ja sein, dass die Microsoft-Leute diese Figuren auch kaufen. Und die können ja denn mit den Amiibo-Funktionen gar nichts anfangen. Und damit sowas nicht passiert, machen wir das lieber in Starter-Pack rein. Lächerlichste Begründung ever. Und der Schutz ist alle. Ist hier noch ein Item? Ja. TM39 Felsgrab. Kann das vielleicht ja Jigga erlernen? Ich guck noch, ob der das erlernen kann und dann beende ich den Part. Ich glaube aber nicht. Nee, okay. Kann er nicht erlernen. Ich gucke in der nächsten Folge mal nach, welche Pokémon hier gibt. Dann lese ich euch die vor. Und ich guck mal, wann der Nachtnebel erlernt oder was Gutes. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon HeartGold. Bis dann, Leute, und ciao.